Schön, dass ihr da seid. Ich bin ein bisschen weitergekommen und stehe ein wenig vor einem Rätsel. Oh, this got so it. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe hier ein bisschen umgestellt. Entschuldigung, kurze Fummelei. Genau. Ich bin mir nicht so sicher, wo ich hin soll. Ich denke, der Drache. Dieser eine Drache. Ich denke, ich gucke mir den mal an. Oh, 12.000 Seelen sehe ich gerade. Ja, dann müssen wir gleich nochmal woanders hin. Wir wollen ja nichts verkommen lassen. So. Entschuldigung. Kann ich hier mittlerweile wahrscheinlich nicht, ne? Nope, keine Titanbrocken. Ach so, ja, und sowas habe ich ja auch, stimmt. Die schleppe ich jetzt, glaube ich, schon ein Weilchen mit mir rum. Habe ich noch eine? Ha, ich habe sogar zwei mit mir rumgeschleppt. Okay. Habe ich noch eine? Nein, okay. So, Vitalität, it is. Oh, was ist hier los? Ach, Entschuldigung. Das Spiel wird mich gleich schon wach machen. Ich habe hier ein bisschen umgebaut, damit der PC, den meine Freundin kriegen soll, hier Platz findet. Habe ich noch eine... Oh, ich könnte die einhändig führen. Huhu. Und das ist sogar noch eine Light Roll. Oh, der lebt ja noch. Ja, ist ja gut jetzt. Ha. Ah, wobei, ist die immer noch light? Weiß ich gar nicht. Was hast du für mich? Ach, immer diese blauen Äpfel. Okay, einhändig brauche ich halt mehr Hits. Deswegen. Ja, komm. Hallo. Oh, aua, 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 aua. Mies, mies, mies. Okay.
Kann man machen. Ja, ihr kommt halt auch zu zweit jetzt, ne? Bisschen doof. Aber unser Capoeira ist schneller. Hoffentlich kann ich ihn snacken, bevor der Dicke da ist. Okay, der hat jetzt weniger Schaden bekommen als vorhin. Ich brauch mal kurz einen Moment, Jungs. Ganz kurz nur. Ja, hier bin ich mir. Das ist mir hier alles zu. Nicht, dass ich wieder irgendwo runterfall. Muss ja nicht sein, dass wir gleich schon wieder Leben verlieren hier an der Stelle. Jawollo. So. Ich komme schon wesentlich besser hier voran als das letzte Mal, als ich hier war. War hier unten noch ein Loot? Ne, den habe ich schon. Da oben beim Drachen war noch Loot, glaube ich. Ja, Capoeira tanzt sich schlecht, wenn man sitzt. Steh mal lieber auf. Ey, du Bazi. Alter. Oh, diese Lanze habe ich überhaupt nicht drauf. Nein! Nein! Okay, alles klar. Yep, das müssen wir nochmal üben. Scheiße. Vielleicht sollte ich bei dem mein Schild nehmen und und das Schwert. Verdammt, verdammt. Immer diese Äpfel. Über was ich auch sehr erstaunt war, ist, dass man sich hier einfach mal einen weiblichen Charakter in einem Sarg machen kann. Das fand ich wild. Oh, das war ja auch ein wilder Move.
Okay. Nächster bitte. Der mit seiner Lanze wieder. Versuche ich mal mit Schild, ja. Kommen Sie? Ey, ich habe keine Zeit, ihn zu hauen. Okay, das nächste Moveset, dass ich hüpfen kann, er auch nach vorne. Ich wollte eigentlich so einen Sprungangriff machen. Aber da macht er so einen Schleuderdrehangriff. Naja, gut. Ah, ist das ärgerlich. Das schöne, volle Leben. Ich lern's auch nicht, ne? Ich lern's auch einfach nicht, dass er da noch ein drittes Mal haut. Da hinten ist unser Kumpel. Ah, ich wollte sie eigentlich nicht beide pullen. Ja, einige würden jetzt sagen, nimm doch einen Bogen, Tassilo. So geht's auch. Nee, da sind zwei. Das machen wir nicht. Sehe ich gerade nicht so, ehrlich gesagt, gegen euch beide da hier irgendwo zu kämpfen. Mache ich ein Reset? Ich glaube, ich darf hier kein Reset machen, ne? Wenn die hinter mir her sind. Doch, darf ich. Okay. Dann machen wir ein Reset. War ja kein Tod. Das heißt, die Seelen sind noch da. Waren auch wieder viele. Ja, jetzt haben wir den auch mal gemacht, ohne Schaden zu bekommen. Wunderbar. Ach, euren Loot will ich gar nicht, diese dämlichen Äpfel. Was soll ich damit? Die brauchen wir nur im PvP, soweit ich weiß. Er steht wieder da hinten. Okay. Ah, hier ist mir zu eng. War schon wieder so ein ganz wilder Hit. Das war knapp. Oh, die zwei kommen jetzt, weil ich ihren Kumpel gekillt habe. Hoppla.
Ja. Habe ich schon gerochen, dass das trifft. Habe ich schon gerochen. Geborstener blauer Apfel. Geborst. Oh, ein Bleichstein. Da habe ich auch noch nicht rausgefunden, was die machen. Ah, doch. Doch, doch. Ich glaube, das sind diese Rufsymbol-Dinger für. PvE-Hilfen quasi. Da kann ich meine Hilfe anderen Spielern anbieten. So, jetzt zwei. Jetzt Aufi. Aufi. Uffi Gott. Ui, du bist auf einmal schnell unterwegs. Seit wann kannst du denn so rennen? Dein Kumpel versteckt sich hinter dir. Das finde ich nicht so geil. Okay, keinen Stagger gekriegt. Heide Ritterschwert, Heide Bimbam. Aua, 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 aua. Das hätte ins Auge gehen können. Da war ich mutig. Wollte auch mal mutig sein. nee. Nicht, dass ich da nicht vorbeirollen kann an ihm. Das wäre schlecht. Aber hier kann ich an dir vorbeirollen. So. Jetzt nochmal zu dem Typen mit der Lanze. Anderes Schwert vielleicht. Vielleicht mache ich es mal mit dem. Mit dem. Wait, what? Mit dem. Und Schild. Gucken wir mal. Ein mieses Moveset, was du hast. Aber damit war es einfacher. Mit dem Schild. Und mir ist gerade aufgefallen, dass es ja eine saudumme Idee ist, die Hellebarde zu benutzen, die hier kaputt geht. Deswegen lieber die. Hier nochmal so ein Ritterboy? Nee, okay. Also gut. Probieren wir's. Oh, wie weit spuckst du? Ganz schön weit. Und lange. Warte mal kurz. Okay. Okay. Hitboxen in Dark Souls 2. Kann ich dich vielleicht. Ein bisschen so ärgern, dass du herkommst? Nee. Immer noch nicht.
Shit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ist auch nicht die klügste Idee, mit einem Feuerpfeil auf einen Feuerdrachen zu schießen, ne? Aber wenn er hochfliegt, habe ich vielleicht die Chance hinzurennen. Renn! Renn doch, mein Guter! Oh. Nope. Da waren es nur noch vier Pfeile. Nein, fuck. Ah, ich wollte gerade ausweichen. Boah, das ist aber auch ein ganz knappes Fenster hier, um da durchzugehen. Boah. Uff. Ich glaube, man muss ihn beim ersten Mal direkt angehen, ohne zu warten. Aha. Das waren hier auch schon einige Durchläufe, die sind nicht mehr da. Cool. Ach, guck mal, der Kleine ist auch schon nicht mehr da. Na gut. Ah, wenn man den direkt angeht, kommt der gar nicht mehr. Okay, ich habe keinen Treffer gemacht. Ich habe keinen Treffer gemacht beim zweiten Schwung. Ach, Dark Souls 2. Du bist so wunderbar. Ja, das war jetzt ein bisschen Risiko, aber ich wollte ihn unbedingt killen. Na, immerhin komme ich mal bis zum Drachen. Ist eigentlich saublöd. Ich könnte einfach hier den machen. Es geht doch viel besser. Klar, ich kann ja hinter ihn laufen mit dem Schild. So, und jetzt. Puh, ja. Jetzt wird gerannt und gehofft. Saufen. Und rennen. Weil du ja aufstehen musst. Yes.
Ja, ist okay. Na bitte, geht doch. Fossiler Drachenknochen. Nice. Guck mal. Und irgendein Schild. Kommt hier was? Ja, da ist ein Boss. Zumindest ein irgendwas. Kuschel des Rebellen. Wächterdrachen Parma. Dem Träger dieses Schilds wird nach dem Kampf großes Glück zuteil. Der miteinander verschlungenen Drachen. Aha. Okay, ich glaube, ich sollte alter schimmernder Lebensstein. Okay, nice. Menschen. Das heißt normalerweise nichts Gutes. Wenn man vor einer Nebeltür Menschenbilder und so einen Spaß kriegt. Ich habe keine Lust zu laufen. Aber ich will die Seelen jetzt nicht verschwenden. Nicht so wie das letzte Mal, dass ich dann irgendwie 60, 70, 80.000 Seelen dafür verhauen habe. Einfach weil ich dachte, ich wäre Profi. Sagen wir es mal so. Weil ich geglaubt habe, ich hätte Skill. Dabei war ich einfach ein Fuck-Noob. Mehr Leben? Oder mehr Anpassung? Ja, mehr als 4,5 geht hier erstmal nicht. Oder mehr Stärke? Na ja, komm. Gehen wir hier auf 30. So, let's go. Ja, der Drache ist weg, sehr gut. Die zwei sind ja auch schon weg. Ich denke, ich müsste durchrennen können. Der in der Mitte ist mittlerweile auch schon weg. Können die beiden hier eigentlich gar nicht so. So, dann schauen wir mal, liebe blaue Kathedrale, was hast du mir zu bieten? Let's go. Alter Drachentöter. Ah. Es ist einfach Ornstein. Es ist einfach Ornstein. Nope. Ja, ich hatte gehofft, die Säule hält ihn vielleicht auf. Das ist so viel dazu. Shit. Aber gut. Ich habe dem so viel Schaden gemacht. Ich bin mal gespannt. Nachdem in Dark Souls 1 da ja zwei waren. Ob da noch mehr passiert. Vor allem ist das Gebäude ja auch viel größer. Was hinter ihm dann noch so geht.
Aber erstmal würde ich sagen, null Problemo. Ey, come on. Alter. Okay, da muss ich viel früher B drücken. Ganz ungewohnt, ganz ungewohnt. Viel, viel früher rollen. Normal war ich meistens zu früh dran. Diesmal bin ich zu spät dran. Wild. Oh, okay, zu nah dran gewesen. Autsch. Ihr habt gesiegt. Ring des alten Löwen. Okay. Hey. Wer bist du? Hältst du irgendwelche Überraschungen für mich bereit oder kann ich einfach zu dir kommen? Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Ach, das sehe ich aber anders. Transient being. Nothing. You would never make a knight of the blue, and I have Ein Ritter des Blauen und ich habe nichts mehr zu sagen. Be gone. You are not needed. Ich will gar kein Ritter des Blauen werden. Transient being. Nothing. You would never make an Be gone. You are. Ah, der will, dass ich in menschlicher Form komme. Kleriker Parma Turmschild. Und geborstene Äpfel. Ach, guck mal. Schade, dass ich nicht zu diesem Feuer reisen kann, das da unten war. Unter dem Eisenschloss, bei dem Lavadämon, da hätte ich jetzt gerne noch mal hingeguckt.
Das ist jetzt eine wilde Frage. Also die Niemandswerft kann ich ausschließen. Komplett, auf jeden Fall. Da geht nichts mehr. Ich meine, ich hätte ja gerade tatsächlich 20.000 Seelen. Gib mir mal deinen weniger Fall Damage Ring, gute Katze. Wir gucken mal in den Brunnen da unten rein. Kätzchen. Ich will deinen Fallschadenring. Verringert Fallschaden. Yes, Sir. Dankeschön. Macht Stimmen von Gegnern hörbar? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich sollte mir den einfach mal aus Sicherheitsgründen kaufen. Satisfied? Ja. Ja, ist gut. Lebensring, Ring der Wiederherstellung, Ring der Klingen. So. Boah, das ist aber auch schimmernder Lebensstein. Ganz schön eng mit dem Fallschaden hier. Wahrheitsverkünder. Uff, ich habe das Gefühl, ich sollte schauen, dass ich irgendwie da rüberkomme, aber ich glaube nicht, dass ich hier auf diesem Holzbalken, der da unter mir ist, laufen kann, aber ich werde es probieren. Oh Mann. Ja. Okay. Ah, Kacke. Hi, ich bin's wieder. Das ist so knapp, ne? Wegen den 800. Ich kann halt auch nur... Ich habe versucht, den Stick zu drücken für den Sprung. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Tja. Hallo. Wir sind zurück. Wenn ich jetzt gerade in die Menschlichkeit geschluckt habe, dann reden wir mal nochmal ganz kurz mit dem Kollegen in der blauen Kathedrale. Hätte ich da unten ja eigentlich schon machen können. Naja, egal. Hätte ich eigentlich direkt machen können. Wurscht. Schauen wir mal. Jetzt vielleicht? Transient Being. Nichts hat sich geändert. Be gone. Okay, Entschuldigung. Dann halt nicht. Dann
In dem Fall gehen wir wieder in den Tod fallen. Also der Jägerhain, da gibt es noch eine Ecke, die ich mir vielleicht angucken würde. Jägerhain und dann diese untoten Katakomben oder was, wie die hießen, irgendwie so. Ich glaube, ich sollte hier runterfallen. Ich glaube, das wäre besser. Direkt hier. Ohne den Sprung machen zu müssen. Ja. Giftiges Moos. Hallo? Heiligengrab. Okay. Und dann war hier unten noch mehr Stuff. Da ist ja eine Leiter. Lol, da ist eine. Da ist eine Leiter. Kann ich da einfach. Also das Zeug ist vorhin einfach kaputt gegangen. Als ich draufgefallen bin. Muss ich das von oben kaputt machen? Von oben drauf fallen? Hier sehen Sie Spiele aus der Steinzeit. Grüß dich, Steve. Schön, dass du da bist. Steinzeit, das sind doch nur 10 Jahre. Was sind schon 10 Jahre? Ring des bösen Auges, nice. Heimatknochen, okay. Das denken die sich bei EFT auch. Es ist jetzt echt, es ist runtergefallen, das Ding, was das Viech dabei hatte. Schweinerei. Steve, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Aschenknöchelring. Nochmal einen seltsamen Ring bekommen hier. Oh, hier kann ich kaum Anlauf nehmen. Das ist eine. Diese Sache, was bringt der Ring? Also, Aschenknöchelring erhöht Versteinerungsresistenz. Cool. Und der holt sich Leben von besiegten Gegnern. Shit. Heimatknochen. Mieser. Hohohoho. Explodiert er einfach neben mir. Du bist fett gefressen. Wo warst du essen und zu welchem Anlass? Titanitscherbe, große Titanitscherbe, Mitternachtsstein. Große Heilung. Das hier erinnert mich sehr an Schandstadt. Darmstadt.
als die Frage kommt, was es gab. Die Frage habe ich schon gestellt. So gut hörst du mir also zu. Edler Knochenstaub. Und da hinten in der Dunkelheit sind irgendwelche Pixel. Du hattest Hunger. Ich dachte, du hast irgendwo Fett gegessen oder sowas. Hühnerfrikassee ist aber geil, ey. Nice. Sehr cool. Wir hatten heute Fischstäbchen. Mit so Kartoffelzeug. Hoppla, eigentlich wollte ich mich nicht fallen lassen, aber gut. Menschenbild. Jetzt runter hüpfen, dass ich nicht klettern muss. Wäre schneller gegangen. Schimmernder Lebensstein. Es ist mir jetzt hier gerade viel zu ruhig. Viel zu ruhig für Dark Souls. Ja, Fischstäbchen ist jetzt, weiß nicht, ob man das noch als Fisch bezeichnen kann, ehrlich gesagt. Okay. Oh! Irgendwer giftet. Ich mich erschrocken, ey. Aber vor allem Omega-3-Fettsäuren und sowas ist, glaube ich, Fisch, ne? Ja, ist eine Art Backfisch, aber das Loch. Fischstäbchen ist schon eher so meh. Und das ist meistens Alaska-Seelachs. Den sollte man normalerweise nicht eigentlich nicht mehr essen. Auch B12, ah, okay. Überfischt und so. Ich esse ganz gerne Forellen. Die macht nämlich mein Opa hervorragend. Der räuchert. Der fängt selber und räuchert. Ah, guck mal. Jauche-Küchlein. Aha, jetzt geht die Nummer wieder los. Also, wir sind im Schandstadt von Dark Souls 2 angekommen. Alter. Ich habe die falsche Hellebarde drin. Ich will die nicht kaputt machen. Falls ich sie später brauche. Eigentlich will ich ja genau dorthin. Jetzt bin ich aber irgendwo, wo ich nicht mehr runterhüpfen kann, glaube ich. Ich glaube, hier würde ich drauf gehen, wenn ich da runterhüpfe. Aber warte mal, so vielleicht. Ja, da komme ich rüber. Ich sollte einfach nur aus Interesse an dieser Stelle, weil wir genug haben, einmal diese wie? Also ich bin noch im Menü. Deinen Räucherofen haben die Polen oder andere Osteuropäer. Steve. Du willst meinen, der wurde geklaut, oder was?
Oh, diese Dinger schießen mit Gift. Okay, nee, das ist mir zu blöd, da will ich nicht hin. Ich gehe da drüben durchs Loch durch. Irgendwer schießt. Irgendwer aimt. Ach, diese. Das ist doch. Schmutz ist das. Dieses ganze Level ist äußerst seltsam. Ganze Level hier ist äußerst seltsam. Hier geht's wieder nach oben. Hallo? Glatterseidiger Stein, glatterseidiger Stein. Menschenbild. Duftzweig, nice. Duftzweig ist cool. Ich will jetzt hier aber auch nicht. Oh je, 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 je. Ich will jetzt hier auch nicht so viel von meinem Dingens hier verbrauchen. Ehrlich gesagt. Der hatte eine Fackel für mich, cool. In deine Garage eingebrochen. Oh, Kacke. Was sagt man da? Mein Beileid? Oder? Schwarze Feuerbombe. Kann ich mit Feuerbomben Fackeln anzünden? Klingt irgendwie danach, ne? Da geht's nicht weiter. Da unten oder da drüben will ich hin. Also, hier gibt's einen Boden. Hier gibt's auf jeden Fall einen Boden, auf den man runterfallen kann. Ich dachte, das wäre vielleicht bodenlos. Was bist du denn? Oh, ah, nee, oh, ah, i, ah, i, ah, oh, ah, jetzt bin ich vergiftet. Fuck, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Ich will die hier anzünden. Weil ich glaube, hier geht's ein bisschen weiter. Okay, nicht tot, sehr gut. Ah ja, da drüben sind welche. Wie wenig meine Hellebarde Schaden macht, wenn ich die zweihändig führe, ne? Oh no, ich wollte nicht runterhüpfen. Dass ich den nicht treffe. Beim zweiten Schwung. Erzert. So. Jawollo. Gut. Fackel, danke. Giftiges Wurfmesser, egal. Eigentlich will ich darüber.
Na, da kommt einer runtergefallen. Da ist noch ein bisschen Loot. Schwarze Feuerbombe. Okay. Kann leider nicht sehen, was da drüben los ist, aber hier kann ich rüberhüpfen. Wollte mich anzünden. Schweinebacke. Oh, da drüben sind so giftspuckende Heißdinger. Boah. Ha, nicht vergiftet. Nice. Da ist ein Leuchtfeuer. Geilo. Sehr gut. Das ist hervorragend. So, stecken wir mal die Fackel wieder weg. Man muss sie ja nicht verschwenden. Also jetzt ist die Frage, welche von diesen Wänden kann ich kaputt hauen? Die vielleicht? Die hier. Okay, da hat sich nur ein Durchgang geöffnet. Giftpfeil. Aua, shit. Ah, nee, stopp, hör mal auf. Warte kurz. Jetzt bin ich wieder voll für euch da. Moos. Das hier sieht aus wie Dampf. Oh, du bist ein... Oh mein Gott! Ach du Scheiße, das war mir erst gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier steht ein fettes Insekt. Es kriegt auch Schaden von mir und es bewegt sich nicht. Und der Dampf, den es ausströmt, scheint mir keinen Schaden zu machen. Das war ja hässlich gerade. Eine riesige Ameisenkönigin. Wobei... Moment. Nee, 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 nee. Wir lassen dich da mal schön stehen. Ich lasse sie am Leben. Giftiges Moos. Ah, die Dinger kann ich kaputt hauen. Ah, die versperrt hier aber, oder? Gut, wir lassen dich doch nicht am Leben. Ha. Hier ist nix. Ich habe jetzt bestimmt die Ameisenarmee auf mich gehetzt. Shitty. Hier ist nix. Ich dachte, hier wäre die versperrt hier vielleicht einen Durchgang oder so. Aber nö. Anscheinend nicht. Alles klar, Steve. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Spaß. Was für einen Film gibt's denn? Wow. Ich bin durch irgendein random Loch durchgefallen. GG.
Ey, aber irgendwie glaube ich, voranzukommen oder so ähnlich. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.